Jetzt ist es offiziell. Die Slighty Mad Studios und Publisher Bandai Namco haben Project Cars 3 angekündigt. Dabei will man zwar an vielen alten Traditionen festhalten, doch sollen die Struktur der Karriere und die Progression komplett überarbeitet werden. Für die Vorschau hatte Micha bereits die Möglichkeit, einer Präsentation der Entwickler beizuwohnen, in der die neue Vision für Project Cars 3 vorgestellt wurde. Die Zeiten, in denen man seine Rennfahrerkarriere in der Kampagne völlig frei gestalten konnte, sind vorbei. Stattdessen muss man sich hier wieder klassisch von den unteren Klassen zu den Top-Serien hocharbeiten und Events erst freischalten, bevor man dort an den Start gehen darf. Belohnungen erfolgen zudem in Relation zu den verwendeten Fahrhilfen und dem Schwierigkeitsgrad. Ein XP-System hält im neuen Teil ebenfalls Einzug in die Serie und ergänzt die Preisgelder, die man in die Anschaffung neuer Fahrzeuge oder in Upgrades investieren kann. Entsprechend wird man mit Punkten für Aktionen wie Überholmanöver, Windschattenfahren und gutes Kurvenfahren belohnt. Gleichzeitig koppelt man es pro Rennen an drei optionale Herausforderungen. Dazu gehört zum Beispiel das Erreichen einer bestimmten Endposition, eine vorgeschriebene Anzahl an Überholmanövern oder eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit. Aus den gezeigten Szenen geht bereits hervor, dass im Rahmen der Karriere nicht nur Rennen aneinandergereiht, sondern zum Beispiel auch Hotlap-Missionen eingestreut werden. Wer will und über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügt, kann sich bereits Zugang zu den Events in höheren Klassen verschaffen. Zudem gibt es die Möglichkeit, zu einem Leihwagen zu greifen, falls das Ersparte noch nicht zum Kauf reichen sollte. In diesem Zusammenhang betont es Slightly Mad bereits, dass es keinerlei Mikrotransaktionen in Project Cars 3 geben soll. XP und Preisgelder sind zudem nicht auf die Karriere beschränkt, sondern verteilen sich über sämtliche Spielmodi und werden daher zu einem Gesamtwert addiert. Die Fahrzeuge der 10 Klassen erhalten jetzt einen Leistungsindex, der zum Beispiel auch die installierten sowie mehrstufigen Upgrades widerspiegelt. Diese sollen auch im Mehrspielermodus erhalten bleiben. Dort steht neben dem schnellen Spiel mit Matchmaking-Optionen und den eigenen Custom-Lobbys neuerdings ein Modus zur Verfügung, bei dem die wechselnden Online-Veranstaltungen nur zu bestimmten Zeiten stattfinden. Zuvor kann man jedoch schon die Qualifikation in Angriff nehmen, um sich mit einer flotten Zeit eine gute Startposition zu sichern. Das alles erinnert auf den ersten Blick an den Wettbewerbsmodus von GT Sport. An den Einstufungssystemen für Skill und Safety will man im Mehrspielermodus weiterhin festhalten. Wer den direkten Auseinandersetzungen auf der Strecke lieber aus dem Weg gehen will und asynchrone Duelle mit anderen Spielern bevorzugt, wird sich im neuen Modus Rivals wohlfühlen, der die Community-Events aus Project Cars 2 ersetzen soll. Dort warten tägliche, wöchentliche und monatliche Herausforderungen auf Raser, die um Plätze auf der besten Liste kämpfen und dabei gegen Geisterwagen anderer Spieler antreten. Diese sollen dynamisch an die eigenen Leistungen angepasst werden, sodass immer die Ghosts von Fahrern in unmittelbarer Nähe der eigenen Position auf der besten Liste ausgewählt werden. Die Teilnehmer verdienen sogenannte Rivalenpunkte, die man für die Aufstiege in höhere Divisionen benötigt, die von Silver 2 über mehrere Stufen bis zur Platinum-Klasse unterteilt sind. Dies soll zusätzliche Anreize schaffen, sich beim Zeitfahren durch die Klassen nach oben zu kämpfen. An der künstlichen Intelligenz wird ebenfalls geschraubt, sodass sich die Duelle gegen die KI-Piloten authentischer anfühlen sollen. Wie zuvor besteht die Möglichkeit, ihr fahrerisches Können separat in den Bereichen Schwierigkeit und Aggressivität festzulegen, wobei man sich offenbar von den Feineinstellungen des Vorgängers verabschiedet und stattdessen nur recht grobe Schritte anbietet. Das Starterfeld dürfte wieder recht groß ausfallen. Zwar drehten bei den meisten gezeigten Spielszenen lediglich 16 Fahrzeuge ihre Runden, doch gab es auch Ausschnitte mit bis zu 32 Autos auf der Strecke. Die Aufmachung mit ihren vielen Einblendungen tendiert zwar im dritten Teil mehr in Richtung Arcade bzw. Simcade, doch stellt Slightly Mad klar, dass man dennoch an der anspruchsvollen und simulativen Fahrphysik festhalten will. Dennoch soll die Zugänglichkeit gleichzeitig verbessert werden. Neben den Hilfen soll auch die komplett überarbeitete Controllersteuerung dafür sorgen, dass man sich selbst ohne Lenkrad während des Rasens wohlfühlen kann.
Die breit gefächerte Streckenauswahl der Vorgänger soll ebenfalls erhalten bleiben. Neben Ausflügen auf bekannte Rennkurse wie den Nürburgring, Spa oder Monza stehen auch Abstecher in Metropolen wie Barcelona auf dem Programm. Ergänzt wird die beeindruckende Liste an Schauplätzen durch die beiden angekündigten Neuzugänge Shanghai und Interlagos in Brasilien, bei denen selbstverständlich ebenfalls die dynamischen Wechsel von Wetter und Tageszeit angewendet werden können. Hatte man in der Vergangenheit lediglich Zugriff auf diverse Lackierungen oder musste über den Steam Workshop basteln, wird Project Cars 3 auch interne Editierungsoptionen anbieten. Dabei reichen die Gestaltungsmöglichkeiten nach den ersten Eindrücken zwar nicht so weit wie bei Forza Motorsport oder Horizon, doch erhält man trotzdem Zugriff auf eine große Auswahl an Stickern und Folien, die sich nicht nur am PC, sondern auch auf PS4 und Xbox One am Fahrzeug anbringen lassen. Angesichts der Veränderungen am Designkonzept wird deutlich, dass Slightly Mad mit Project Cars 3 darauf abzielt, seine Zielgruppe mit Spielern von Mainstream-Reihen wie Forza Motorsport und Gran Turismo Sport zu erweitern. Es bleibt abzuwarten, ob man die Sim-Fans mit Elementen wie dem recht aufdringlichen XP-System, Streckenherausforderungen und zahlreichen Arcade-Einblendungen im Gegenzug nicht vergrault.